ich weiß genau, was zählt. Ich habe diesen Weg ja selbst gewählt. Wir werden hoffentlich das Richtige tun, denn uns bleibt keine Zeit, um anzuruhen. Es war mein Traum von Anfang an, ich werde Meister, ich glaub daran. Ich weiß, dass ich gewinne, dieser Sieg ist zum Greifen nah. Ich werde der Champion, ja, ich glaub daran. Ich geh in die Geschichte ein, ich werde tun, was ich kann. Ich werde der Allerbeste sein, ich gehe meinen Weg, denn ich glaub daran. Und hallo Leute, endlich Pokémon, wuh, es kann weitergehen. Ah, hört ihr das? Diesen kristallklaren, na kristallklar, ich mein, egal, Sound halt. Zwar nicht nur irgendwelches Gestößel, sondern richtiger Sound. Ah, ja, okay. Sorry dafür. Ich hoffe, das hat jetzt ansatzweise zu dem Intro gepasst. Ja. Egal. Wie ihr seht, ist dieser Part was länger. Liegt daran, dass ich das natürlich feiern möchte. Und ja, wir sind wieder in Laubwechselfeld. Allerdings gibt es da ein paar Änderungen. Beläuft sich darauf, dass wir da erstmal 15 Stunden stehen haben. Das liegt daran, dass ich vorhin mit einer scheiß hohen Geschwindigkeit hier durchgerast bin. Weil jetzt, das ist das normale Lauftempo. Und wenn ich jetzt den Sound deaktiviere, passiert Folgendes. Ich mach mal. Miaum! Ja. Und wenn man das dann noch vorspult, dann wird schnell. Warum und er das macht, weiß ich nicht. Aber ist mir auch egal. Pokécenter. Ja. Es sieht so aus, dass wir vorspulen können. Ja. Wie ihr gerade gesehen habt, wir haben 5 Pokémon. Es hat sich was verändert. Und zwar die Pokémon. Wir haben hier mal ein komplett anderes Bild. Also das heißt mal, Kapilz und Eneko sind geblieben. Zickzacks hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon. Aber die anderen beiden sind neu. Und zwar mein persönliches Lieblings-Pokémon eigentlich schon fast. Kirlia, beziehungsweise die Entwicklung davon ist mein Lieblings-Pokémon. Aber wir haben jetzt hier einfach mal Kirlia, bisher auf 26. Psychokinese, Gedankengut, Doppelteam, Teleport, Blurb, Standardding. Ich drücke mal hier auf B. Wir haben hier noch Fipetus. Oder Fipetus, wie auch immer man es nennen will. Oder Vipetus. Expidermis. Na jawohl. Egal. Ich glaube, das heilt Statusveränderung, irgendwie sowas. Wickel, Giftblick, Biss und Giftschweif, wobei Giftschweif irgendwie ziemlich heftig ist. Es hat eine hohe Volltrefferquote, 100% Genauigkeit, kann den Gegner eventuell vergiften, hat 50 Stärke und kriegt dadurch, dass er hier Gift ist, nochmal einen Step von 50%. Ich meine, das ist nett. Zickzacks brauche ich nicht erwähnen. Eneko hat, ich glaube, dasselbe wie beim letzten Mal, auch Heller Duplex Hieb gesagt. Anziehung. Aber ist mir eigentlich auch egal, denn das Wichtigste ist, dass wir endlich weitergehen können. Oh. Und ich glaube, ich sollte hier eigentlich auch irgendwo. Ja, habe ich. Wunderbar. Außer Attackenhelfer. Ja. Fossilmaniac, ein Fossilien gesucht. Ach so, das kommt später. Okay. Merke. Da ist der Fossilmaniac. Okay. Ich habe mir hier mal ein wenig Videozeit erspart, indem ich die ganzen Penner hier schon mal. Da findet man zum Beispiel Fipetus. Psychokinese tot. Na. Indem ich die ganzen Penner hier. Moment. Das haben wir gleich. So.
schon mal besiegt habe. Ah, den Stein kann ich jetzt auch mal wegmachen. Yay. Und da. Protein. Woo. Braucht kein Mensch. Miau. Also ich habe die ganzen Trainer schon mal erschlagen, damit wir uns das sparen. Die hatten auch nichts Besonderes. Aber jetzt wird's wieder wichtig, denn jetzt kommt eine Story. Wendung kann man nicht sagen, aber ein Story-Abschnitt. Und zwar genau hier drin, in den Meteorfällen. Und zwar. Jetzt kommt erstmal ein Zubat, wahrscheinlich. Ja. Was eine Überraschung. Stirb. Und zwar hier. Na. Mit diesem Meteoriten wird Schlotberg. Hä? Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber wenn du dich Team Aqua in den Weg stellst, erwarte keine Gnade. Bleib sofort stehen, Team. Bleib sofort. Ne. Wie spreche ich den? Bleib sofort stehen, Team Aqua. Wir, Team Magma, lassen euch nicht so einfach mit euren Missetaten davonkommen. Oh, und da ist der Penner. Sogar Team Magma leistet uns Gesellschaft. Aber es ist viel zu anstrengend, sich mit allen auseinanderzusetzen. Hey, das spielt. Was? Hey, das spielt doch keine Rolle. Wer sagt das jetzt? Hey, das spielt doch keine Rolle. Wir haben den Meteoriten und so machen wir uns auf zum Schlotberg. Wir sehen uns, ihr Würstchen von Team Magma. Fumm weg. Du bist. Punkt, 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 Punkt. Schön, du bist also Bastet. Ich bin Mark. Als Kopf von Team Magma widme ich mich hingebungsvoll der Aufgabe, die gefährlichen Pläne von Team Aqua zu durchkreuzen. Warum? Weil Team Aqua unser aller Sargnagel ist deshalb. Das würde mich ja interessieren, wie das im Englischen heißt. Egal. Die haben schon etliche gefährliche Dinge unternommen, um die Meere zu vergrößern. Wir, Team Magma, lieben trockenes Land über alles. Team Aqua, unser Erzfeind. Mark, wir sollten Team Aqua verfolgen. Ja, das müssen wir. Wir müssen uns beeilen. Nicht auszudenken, was Team Aqua am Schlotberg anrichten will. Bastet, du solltest Team Aqua im Auge behalten. Leb wohl. Yay, kein Kampf und da sind wir durchgekommen. So, du da. Ich bin Cosmo. Ich bin Professor. Eigentlich studiere ich Meteoriten in Laubwechselfeld. Dann haben mich einige Typen vom Team Aqua überredet, sie zum Meteorfälle zu führen. Sie haben mir versprochen, für mich einen Meteoriten auszugraben. Aber Team Aqua hat mich hereingelegt. Und dieser Meteorit, der wird jetzt wohl nie mehr. Niemandem mehr gehören oder so. Oder nie mehr mir gehören, so. Aber Team Aqua, was haben sie mit dem Meteoriten am Schlotberg vor? Na, egal. Merke, der Typ will den Meteoriten. Und hier laufen Zubats rum. Stirb! Na. Wir sind übrigens überhaupt nicht überlevelt oder so. Nein. Mondstein! Ein Mondstein, das ist doch was Schönes, denn mit einem Mondstein können wir etwas tun. Nämlich ihn finden. So, nämlich unser Eniko entwickeln. Hey, Eniko entwickelt sich. Bam, 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 bam. Yay, Glückwunsch, dein Eniko wurde zu Enikoro. Woo. Ja. So, das hat jetzt eigentlich überhaupt nichts gebraucht, außer eine Wertesteigerung. Plopp. So, hier unten ist genau nichts. Zubat, stirb. Danke. Und. Oh. Ein neues Pokémon, ein Lunastein. Lunastein ist. Psychostein? Wenn ich mich nicht ganz irre. Mal gucken. Oh. Stirb. Na, halt nicht. So, und jetzt sind wir auf Route 115.
Wer die noch nicht kennt, das ist die Route oberhalb von oberhalb vom Blütenburg, glaube ich. Wenn ich jetzt keinen Schrott erzähle. Kämpfst du zufällig mit mir? Ja. Oh, meine Lieblingsmusik. Ja, Trainingsort und so. Bla 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 bla. Medite, ich spule das mal eben. Oh, das ist jetzt suboptimal. Ja gut, dann zeige ich euch mal Fipitis. Giftschweif, na, nochmal, na. Okay, wir sind wie gefecht hemmungslos überlevelt. Aber ist ja nicht schlimm. Sowas muss. Mein Talent ist, Ziegelschein mit meiner Stirn zu zertrümmern. Ja, genau so siehst du auch aus. Ach, hallo, warum habe ich jetzt eigentlich noch Kiri vorne? Das bringt überhaupt nichts. Au. Duplex-Hieb. Au. Yay. So. Ja, aber ich bin so froh, endlich wieder dieses Projekt aufnehmen zu können, ey. Alter. Endlich kann ich die vier Projekte, die ich noch offen habe, meine Fresse. Vier Projekte? Abschließen. Gott sei Dank. Denn ja, hat jetzt was länger gedauert, aber du da, dreh dich um. Danke. Ich habe nicht A gedrückt oder so. Ich habe ein seltenes Pokémon. Möchtest du das mal sehen? Nee, eigentlich nicht. Da 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 da. Sengo. Oh mein Gott. Nur weil es in dieser Edition nicht vorkommt, ist es auf einmal selten oder was? Giftschweif. Stirb. So. Total gefährlich. Ja. Ich denke, wir sind jetzt Metagross. Oh, okay. Oberhalb von Metagross, nicht oberhalb von Blütenburg, aber nah dran. Allerdings müssen wir dann jetzt zum Schlotberg. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Hier runter, hier lang. Da, Moment, habe ich dem Typ seine Devon-Ware nicht wiedergegeben? Moment, hi. Wiederball, super. Oh, kein Mensch. Okay, der Typ hat uns jetzt nur nochmal dafür gedankt, dass wir ihm geholfen haben. Und ja, ah, schöne Musik. Hat uns ein Wiederwäsche geschenkt dafür, dass wir das eben getan haben. Ja, egal. Weiter geht's. Ich habe übrigens auch nichts weiter gefangen, außer die, die jetzt im Team sind. Also bis auf Flurmel und wie heißt es? Gagabor halt vom Anfang. Mehr habe ich nicht. Und das heißt wiederum, dass jetzt hier Box und so weiter alles, das verfällt alles. Also da ist jetzt nichts mehr, was ihr vorher schon noch kanntet. Ich spule den Weg jetzt hier mal ein bisschen vor, weil den kennt man ja. Ich euch beide siegt, ich glaube nicht. Ist auch egal. Ja, auf jeden Fall hier. Hier können wir jetzt einen Wanderer umhauen. Das war nicht das, was ich sagen wollte. Aber es stimmt. Haha, irgendwas ist in mir in die Nase geflogen. Hahaha. Oh Gott. Hallo. Die Seilbahn fährt gleich hinauf. Ne, das ist eine Frau. Die Seilbahn fährt gleich hinauf. Möchtest du mit? Ja. Bitte hier entlang. Fump. Hey. Die einzige Cutscene, beziehungsweise, ja, so gesehene Cutscene im Spiel.
Hey! Toll! Schon sind wir oben. Leer. Leer. Wer den jetzt verstanden hat, hat einen guten Geschmack. Ja. Hier sehen wir schon Team Magma und Team Aqua gegeneinander kämpfen. Wobei das hier bei den Fifians gerade relativ merkwürdig aussieht. Der Boss behauptet sich mit seinem Fifi natürlich gegen drei andere. Das macht Sinn, da sind noch zwei. Kann man denn denen eigentlich vorbei? Ja. Was sagen die eigentlich schon, die Ansprüche? Komm uns nicht gegen die Fähre, okay? Wir versuchen das Meer zum Wohl aller zu vergrößern. Und du? Team Aqua versucht die Meere zu vergrößern. Sind sie krank im Hirn? Okay. Das werden wahrscheinlich alle sagen. Ah. Ah, die ist auch geil. Wir vom Team Aqua setzen unsere Energie zum Wohle aller ein. Wenn es mehr Wasser gibt, sind die Wasser-Pokémon glücklicher und die Menschen hätten mehr Platz zum Schwimmen. Super! Was ist mit allen restlichen Pokémon? Und vor allem mit euch. Zubat, braucht kein Mensch. Psychokinese, tot. Fifian. Ach, scheiße. Die Musik ist eigentlich auch ganz cool. Ich spule jetzt den hier vor und lasse den beim nächsten einfach mal durchlaufen. So. Haha, du hast dich den ganzen Weg hierauf gequält. So ein Jammer, du kommst zu spät. Ich habe den Meteoriten aus Meteorfälle bereits zu unserem Boss gegeben. Yay. Eine Herausforderung von Aqua-Vorsitzender Wolfgang. Oh nein. Oh nein, Kanivana. Also was? Kanivana. Ja, passt doch. Yay. Es hat keine. Ach ja, das ist ja undicht. Scheiße. Okay. Machen wir es einfach. Mega Sauger, Nom. Ein Pfiffchen. Ja, komm. Tempo-Hieb, tot. Wow, der war jetzt voll schwer, der Vorsitzende. Aber ich, wie gesagt, ich bin hemmungslos überlevelt. Und damit kommen wir zum Boss. Hier ist Adrian. Die Kraft, die in diesem Meteoren steckt. Wenn man diese Kraft mit dieser Maschine verstärkt, kann man die Aktivität des Schlottbergs stoppen. Und dann fühlt sich der ausgekühlte. Dann füllt sich der ausgekühlte Krater mit Regenwasser und gibt den Wasser-Pokémon Lebensraum. Was passiert mit den Feuer-Pokémon? Die sterben einfach, oder was? Du schon wieder. Hör gut zu, das Meer bringt alles Leben hervor. Wasser bedeutet Leben, es besitzt absolute Priorität. Daher widmet sich Team Aqua der Aufgabe, die Meere zu vergrößern. So könnten sich neue Pokémon-Arten entwickeln. Wir wollen die Welt zum Wohle der Pokémon umgestalten. Das ist die große Vision von Team Aqua. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich in unseren Weg zu stellen. Ich, Adrian, werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Und das ist so ziemlich eine der epischsten Musik im Spiel. Ich halte einfach meine Klappe. Ja, okay, das reicht dann. Musik genießen. Bam! Und ja, wir halten EP. War das vorher auch schon so langsam? Es kommt mir jetzt so langsam vor. Ah, Golbat ist Gift schon? Ja, müsste Gift sein. Gegen Gift ist effektiv, keine Ahnung. Nehmen wir mal Psycho. Psycho ist immer gut. Kill ya! So, Konzentrator hat er. Aua. Aua. Ja,
Das Gedankengut wird mir jetzt nicht mehr sonderlich viel bringen. Denn wenn ich jetzt nicht tausche, bin ich tot. Fipitis. Das machen wir mal was schneller. Oh. Ja, okay. Okay. Tempohieb. Oh. Das ist Glück. Stirb doch einfach. Danke. Tohaido. Oh, da kann ich mich... Hoffentlich bin ich schneller. Nein, natürlich nicht. Aber er ist männlich. Das heißt, ich habe eine Chance. Gesang hinterher. Ja. Und Duplexieb. Ah, nochmal Gesang. Auch nicht. Zickzack, du musst alles rumreißen, haben wir einen Beleber. Das wäre gut. Natürlich nicht. Cool. Ja. Gut. Okay, das hat jetzt keiner gesehen. Du. 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 Das hat keiner gesehen. Du. Du. Ja. Okay. Tempohieb. Natürlich geht es daneben. Stirb. Ich hab gesagt, stirb. Danke. Golbart. Nein, denn jetzt weiß ich ja, was ich dagegen tue. Kopflos. Was? Ja, da war ja was. Scheiße. So. Nein. Okay, er sieht wieder ähnlich aus wie gerade. So. Stirb, ja. Wunderbar. So. Level 25. Spieler besiegte Boss Adrian. Aqua, Boss Adrian. Wie bitte? Ich, Adrian, wohl ganz hinterhältig besiegen. Ja, vor allem hinterhältig. Im offenen, ehrlichen Kampf. Ach, was soll's, ich werde für heute meine Pläne am Schlupfwerk vergessen. Für heute. Niemand wird uns jemals stoppen. Team Aqua wird siegen. Vergiss das nicht. Plopp. Oh, scheiße. Busted. Mit deiner Hilfe konnte ich die Pläne von Team Aqua durchkreuzen. Ja, genau, du vor allen Dingen. Aber dieser Sieg bedeutet nicht, dass ich... Dieser Sieg bedeutet nicht, dass sie ihre üblen Pläne aufgeben werden. Wir werden ein wachsames Auge auf Team Aqua haben und sie weiter verfolgen. Bastet, wir werden uns wiedersehen. Yay! Ein Meteorit steckt in dieser mysteriösen Vorrichtung. Willst du den Meteoriten entnehmen? Ja. Nom. Yay. Damit haben wir einen Questgegenstand quasi erhalten. Die Musik hier oben ist generell irgendwie ziemlich geil. Ja, egal. Auf jeden Fall können wir jetzt hier runter. Ich hoffe mal voll, Alter. Ich hoffe, dass wir es auch da runter schaffen. Ohne von irgendeinem Typen hier getötet zu werden. So, diese Steine hier. Die da.
sind dafür gedacht, dass man da drauf mit dem Kunstrad entlang fahren kann. Ha, er hat sich noch nicht umgedreht. Wuhu. Gut, das heißt, jetzt sind wir in Bad Lavastadt. Wuhu, wuhu, wuhu. Da steht's nochmal. Pokémon Center, heiße Quellen, der ideale Ort zum Entspannen. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Nom. Yay. Danke, Brock. Ja. Hallo, du. Ach, du magst auch heiße Quellen? Das ist überraschend bei so einem jungen Menschen wie dir. Ja, wir können uns hier zum Beispiel neben den alten Sack in den Sand legen. Plopp. Total spannend, oder? Also ich fühle mich wohl. Ja, schön warm hier. Ah, herrlich. Ja, das war's, ne? Das ist der Rest der Folge. Mehr passiert nicht. Könnt ihr jetzt wegschalten. Ciao. Na, das wäre zu doof. Wir gehen natürlich noch in die Arena. Aber vorher will ich gucken, was hier noch so rumliegt. Pokémon Kräuterladen, bitterer Geschmack, bessere Kur. Perfekt, da wollte ich hin. Willkommen im Kräuterladen, dem Heim wirkungsvoller und preiswerter Medizin. Weil hier gibt es Vitalkraut. Yay. Davon möchte ich ein paar haben. Was? Ja, 5 sollten reichen. Was ist denn noch auf Feuer effektiv außer Wasser? Hm, egal. Ich gehe einfach mal in die Feuerarena. So. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champerstead? Die Arenaleiterin von Bad Lavastadt Flavia setzt Feuer-Pokémon ein. Nein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Komm. Ich muss mal kurz aufstehen. Ah. Komm mir nicht zu nahe, du verbrennst dich. Lösche die Glut mit Wasser und dann besiege sie. Ja, wenn ich Wasser hätte. Ja, so, das Spielchen sieht so aus, dass wir immer ein Loch wählen. Und, ja, je nach Loch kommt dann vielleicht mal ein Trainer raus. Oder, wir kommen halt weiter. Oder wir kommen wieder an den Anfang. Kann ein Pokémon 200 Grad aushalten? Mal gucken. Versuch's. Bam, badam, bam, 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 badam, bam. Bam, 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 badam, bam. Eine Herausforderung von Astrainer Ottbert. Kecleon wird von Astrainer Ottbert Kampf geschickt. Ja, komm. Haus weg. Mit seinem Psychotyp. What the fuck? Warum kann Kecleon Flammenwurf? Okay. Bam. Giftschweif passt. Okay. Dann, setzen wir doch mal das nach vorne. Und gehen in dieses Loch. Yeah, da kommen wir weiter. Also. Ich glaube, es war das nicht. Dann war es das oben rechts, glaube ich. Ich versuche Stress abzubauen. Komm her, ich will nicht ab. Ich will mich abreagieren. Ah, Feuer-Pokémon. Schön. Kann man schon in der Feuerarena auch erwarten, oder? Giftschweif. Bam. Ja, Volltreffer. Nett. Das ist nicht sehr effektiv. Aber das Ding ist auch noch Boden, meine ich. Oh, fuck. Ja, tschüss, wie Peters. Würde ich behaupten. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Kapilz ist hier eigentlich relativ scheiße, aber mit Tempo-Hieb sollte da einiges zu machen sein. 30, bam. Yay. Schneckmark. Schneckmark, Schneckmark, Schneckmark.
Ich pack mal Kirlia raus. Weil ich müsste eigentlich schneller sein. Fuck, dieses Geräusch. Schade. Ja, aber dann kann es jetzt eine Inekoro beenden. Ja. So. Jetzt kommt Hagen. Ich hoffe, Flavia wird dich rösten. Ich denke sogar, dass sie mich rösten wird, wenn es so weitergeht. Was tust du, meine ich. Yay, falsches Loch. Okay. Okay, okay, okay. Ach ja, stimmt, man musste noch einmal oben lang. Aber was? So, das heißt, wir müssen erst hier rein. Dann kommen wir dahin. Dann können wir hier runterfallen und den falschen Ausgang finden. Wir müssen darüber. Okay. Perfekt. Ja, da war dann der Trainer. Okay. Medite. Warum gibt es eigentlich in jeder Arena einen, der Medite hat? Oder Medite? Ist auch egal. Ist auf jeden Fall tot. So. Also den hier, den hier. Ich hoffe den. Nein, war's nicht. Cool. So. Ja, das sieht gut aus. Und damit sind wir bei Flavia. Und ich belebe mal eben besiegte Pokémon wieder. Mit Vitalkraut. Plopp. Und plopp. Weil ich dann auch Kirlia nach vorne tauschen will. Wir hatten das noch. Fünfmal, okay. Sollte reichen, bis du tot bist. Willkommen, halt, warte. Hallo, du Winzling von Trainer. Wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für... Nein, warte. Ich bin Flavia und ich bin die Arena-Leiterin hier. Du solltest mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters geerbt und daher kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Na jawohl. Ich finde, Feuer passt irgendwie zu ihr. What the? Hau du ruhig direkt deine stärkste Attacke raus. Ist in Ordnung. Giftschweif. Tot. So. Schneckmark nochmal. Okay. Dadurch, dass sie das so einsetzt, habe ich früher immer gedacht, Schneckmark wäre die Vorentwicklung von Kurtel, was jetzt kommt. Ist aber nicht der Fall. Bäm, Hitzekoller, ey. Heftig, das einfach nur ist. Aber es ist ein weibliches Kurtel, das heißt, ich kann nur Gesang machen, wenn ich überhaupt kann, danke. So, Duplexi. Fünfmal, das hat nicht viel gebracht. Egal. Das müsste aber reichen für einen Tempo-Hieb. Nein! Nein! Body Slam. Oh, aua. Ja, okay. Zickzacks, reißt es raus, indem du ein Vitalkraut auf Kirlia einsetzt. Und dann stirbst. Du holst jetzt mal Fipitis wieder. Warum stirbst du sofort wieder? Das ist hier die Frage. Hoffentlich... Ja. Bin ich tot, wa? Triff doch! Ja, okay. Jetzt bin ich tot.
Super. Okay, die machen wir aber nochmal. Beziehungsweise dauert ja nicht lange, um da wieder reinzukommen. Und der obere war's, ne? Ach, der obere war ein Trainer. Schön. Auch nett. Stirb. So. Okay. Versuchen wir das nochmal. Diesmal mit etwas mehr Skill. So. So. Giftblick. Paralysiert. So. So sieht's jetzt mal besser aus. Kirlia. Gedankengut. So, und Psychokinese. Warum trifft das nicht? Achso, ja klar. Oh, dumm. Ich sterbe jetzt durch so einen dummen Fehler. So. Sollte reichen. Nein. Oder auch nicht. Und sie hat noch einen Übertrank, natürlich. Stirb! Danke. Huh, Kuttel wurde besiegt. Kapitel 966. Spieler besiegt Leiter Flavia. Leiterin, egal. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin ja auch noch nicht lange Arena-Leiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Du hast dir das hier wohl verdient. Patentgewinn 5600. Nom, nom, nom. Stat erhält den Hitze-On von Flavia. Badam, bam. Mit dem Hitze-On gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst ab sofort Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist das Zeichen meiner Anerkennung. Nimm es ruhig an. M50. Was das wohl ist? Doch nicht einfach Hitzekoller? Nein, was eine Überraschung. Diese Attacke richtet beim Gegner großen Schaden an, aber gleichzeitig wird der SP, also Spezialangriff, des Pokémon, das die Attacke anwendet, herabgesetzt. Ziemlich stark. Für längere Kämpfe ist sie daher nicht geeignet. Plop. Plop. Yay. So, und da kommt unser lieber Freund und Gegner raus. Bastet, wie geht es dir? Das ist eine beachtliche Sammlung von Orden. Also gut, hier, diese schenke ich dir. Wüstenglas erhalten. Gut. Damit haben wir ein Wüstenglas. Nimm das mit, wenn du in die Wüste in der Nähe von Route 111 willst. Da sollten sich einige Pokémon fangen lassen, die Wüstenbewohner. Schau dich nach ihnen um. Und ich werde wohl Norman, den Arena-Leiter in Brütenburg City, herausfordern. Im Gegensatz zu dir macht dein Vater einen sehr starken Eindruck. Haha, Arschloch. So, ja, da war ich ja schon. Was ist hier noch? Hi. Meine Frau wärmt einen eigenen heißen Quellen. So hat sie es mir jedenfalls gesagt. Sie hat zwei Pokémon in der Pension abgegeben, raus kam ein Ei. Super. So. Ja. Und das wird auch der restliche Inhalt dieser Folge sein. Ich werde mich jetzt zu den alten Säcken in die heißen Quellen hocken. Ah. Herrlich! So, ich denke, damit lasse ich es dann mal bewenden. Und ja, wir haben recht viel geschafft. Wir haben Team Aqua zurückgeschlagen, wir haben den Orden geholt, wir haben überhaupt mal weitergespielt, was ja auch schon eine Besonderheit ist, weil, ich meine, hat jetzt ein Weilchen gedauert. Ja, Leute, aber egal, jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit Pokémon und
Shaman King und Final Fantasy und yay. Endlich wieder Zeug, das man gucken kann. Schön in so einer heißen Quelle zu sitzen. Herrlich. Ja gut, dann würde ich sagen, man sieht sich, oder hört sich vielmehr, das nächste Mal. Bis dahin und ciao, ciao.